Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Advent. Mein Name ist Martin Fenkert und ich teile heute einen Gedanken mit Ihnen, einen Gedanken des heiligen Augustinus. Der hat einmal den Satz gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen bewirken möchtest. Zwei kleine Gedanken dazu. Bestimmt haben Sie in Ihrem Leben schon einmal geträumt, so richtig darauf losgeträumt. Was möchten Sie in Ihrem Leben alles erreichen? Was möchten Sie alles bewirken? Welche Leidenschaften gibt es da in Ihrem Leben? Welche Menschen sind für Sie wichtig? Und was hat das mit Ihren Träumen zu tun? Vielleicht gibt es aber auch Dinge in der Welt, die Sie stören, wo Sie sagen, das müsste sich wirklich dringend verändern. Das kann nicht so bleiben, wie es ist. Ein zweiter Gedanke. Auch dieses Feuer hier hat mit einem kleinen Streichholz begonnen. Es braucht also jemanden, der Feuer anlegt. Jemanden, der den ersten Schritt setzt. In dir muss brennen, was du in anderen bewirken möchtest. Das hat also vermutlich etwas mit mir und mit Ihnen zu tun, wenn in der Welt auf einmal ein Licht entsteht. In diesem Sinne, gute Tage in der Vorbereitung auf Weihnachten.